Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zur Marktanalyse mit Max, präsentiert von XTB Online Trading. Mein Name ist Max Winke und bevor wir starten, kommen wir wie immer zum obligatorischen Risikohinweis. Der Handel mit CFDs ist mit gewissen Risiken verbunden. Dessen sollten Sie sich natürlich bewusst sein und ich betone wie immer an dieser Stelle, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche. So, wir schauen uns heute mal den DAX und die Nasdaq genauer an. Das machen wir im Vorfeld und gehen dann rüber zu Apple und Tesla. Es gab Aktiensplits zu Beginn der Woche, die in Kraft getreten sind. Und wir werden uns dann auch nochmal den Euro-Dollar anschauen. Es gibt ein paar wichtige Daten aus Europa und den USA. Das heißt, hier könnte es im Laufe des Tages ja nochmal Bewegungen geben und Gold und Silber versuchen ihren übergeordneten Trend wieder aufzunehmen. Auch das ist interessant. Schauen wir gleich mal auf die Charts. Wir fangen erstmal mit dem deutschen Leitindex an, beziehungsweise ja so ein paar Einschätzungen oder Bedingungen, die wir gerade eben haben. Und zwar, wir haben natürlich extrem hohe Bewertungen an den Aktienmärkten. Andererseits sorgt die Fed dafür, dass wir letztendlich billiges Geld haben. Das heißt, die Anleger werden hier weiterhin ermutigt, höhere Risiken einzugehen. Und wir müssen eben jetzt mal schauen, ob die Realwirtschaft natürlich auch nachziehen kann, nachdem die Finanzmärkte natürlich ja schon sehr, sehr stark vorgeeilt sind und letztendlich viel Optimismus eingepreist haben. Und das Schlüsselereignis, worauf man sich natürlich in diesem Jahr noch konzentrieren wird. Und entscheidend sind natürlich auch die Erwartungen, die sich im Vorfeld hier aufbauen. Das sind nämlich die Präsidentschaftswahlen, die im November jetzt anstehen. Das ist die Wahl zum 59. Präsidenten der Vereinigten Staaten. Und wir können bei den Umfragewerten sehen, dass Donald Trump eben deutlich aufholen kann zu seinem Konkurrenten Joe Biden. Es gab jetzt in den letzten Wochen, in den letzten Monaten eine sehr, sehr starke Divergenz oder Diskrepanz zwischen den beiden bei den Umfragewerten. Und Trump ist scheinbar hier in der Lage, deutlich aufzuholen. Ob es dann am Ende reicht, das muss man jetzt eben Tag für Tag oder Woche für Woche beurteilen und natürlich schauen, wie die Chancen stehen, wie sie sich eben auch ja bei dem Wahlkampf verhalten und durchsetzen können. Das ist letztendlich nach der Berichtssaison und jetzt die, sage ich mal, schwächere saisonale Periode, die jetzt kommt, natürlich das Schlüsselereignis. Und ich würde sagen, wir starten mal mit dem DAX und schauen uns mal an, was seit Anfang der Woche passiert ist. Wir haben erstmal ein Gap nach oben gehabt. Wir hatten einen weiteren Anstieg während der Asiensitzung, haben das Gap dann auch noch kurz vor der europäischen Eröffnung geschlossen. Es ging nochmal in Richtung Intraday hoch. Danach hat der Markt geschwächelt und dann ging es eigentlich sehr, sehr schnell wieder nach Süden und zwar gegen Mittag. Und da hatten wir letztendlich eine sehr, sehr schöne Abwärtstrendstruktur aus tieferen Tiefs und tieferen Hochs. Und daran hat sich aber heute Nacht wieder etwas geändert. Wir haben kurzzeitig mal einen Einbruch gehabt bis auf 12.900 Punkte. Also schon ein kräftiger Rückgang. Und an dieser Trendstruktur hat sich eben heute Nacht etwas geändert und wir versuchen eben auch einen Teil der Verluste von gestern wieder aufzuholen. Um das nochmal in den Kontext zu bringen, wir schauen mal hier in den 4-Stunden-Chart. Wir hatten hier oben eine ja, Schwächephase unterhalb des Nach-Corona-Hochs bei 13.300 Punkten. Und hier hat sich so eine SKS-Formation abgezeichnet mit der Nackenlinie bei 13.000 Punkten. Und das ist eben ja letztendlich auch der Bereich etwas oberhalb des 100er EMAs. Also wir haben hier innerhalb einer Range von sehr, sehr wenigen Punkten einen unglaublich starken Unterstützungsbereich. Und diesen Bereich konnte man eben nach einem tieferen Schlusskurs gestern im heutigen vorbörslichen Handel wieder zurückerobern. Die SKS-Formation, die bleibt weiterhin bestehen. Ausgelöst wird die eben durch den Bruch der Nackenlinie nach unten.
In der Regel ist es so, dass natürlich auch die Nackenlinie im weiteren Verlauf immer eine wichtige Rolle spielt. Das heißt, die wird nochmal getestet und vielleicht auch überschritten. Deswegen würde ich das aus dem Chart noch nicht herauslöschen, weil so eine Chartformation, die könnte eben hier auch nochmal an Bedeutung gewinnen, sollten diese Gewinne, die wir jetzt eben sehen, nicht nachhaltig sein. Und wir sehen jetzt eine schöne Aufholjagd, haben aber natürlich jetzt hier den nächsten Widerstand vor uns, Abwärtstrendlinie, und dann geht es in Richtung der lokalen Hochs, beziehungsweise der Hochs von gestern. Und also Kursziele auf der Oberseite, das wäre also hier das Erste, was wir schon erreicht haben. Danach ist das lokale Hoch zu nennen bei 13.145 Punkten. Und dann, wir sehen ja, nach diesen Rückgängen der letzten Tage, da gibt es viel, viel aufzuholen. Übergeordnet muss man sich dann aber eben auf das Hoch konzentrieren bei 13.240 Punkten und dann das nach Corona Hoch. Und erst dann wäre man in der Lage, eben den übergeordneten Trend wieder aufzunehmen. Und wir sehen, der Spielraum nach unten, der ist natürlich relativ gering, zumindest ohne dass man den Trend, den Aufwärtstrend eben gefährdet. Das heißt, auf der Unterseite müsste man sich unterhalb von 13.000 Punkten auf die 2.800-Punkte-Marke konzentrieren und dann geht es auch schon relativ schnell in Richtung 12.500 Punkte. Wir sehen, hier gab es in der Vergangenheit ganz, ganz viele Anhaltspunkte und das sind eben so die Bereiche, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit getestet werden, sollte es eben zu Rückgängen kommen. Man versucht jetzt Schlimmeres zu vermeiden. Es gibt einen weiteren Kampf um die 13.000-Punkte-Marke. Wir haben natürlich jetzt einen schönen Anstieg gesehen im Intraday-Handel. Das heißt aber nicht, dass das nachhaltig ist und dass wir eben auch auf so einem Niveau schließen oder eben auch weiter ansteigen. Also wir müssen eben schauen, dass wir heute zumindest oberhalb der 13.000-Punkte-Marke notieren und von da aus kann man dann vielleicht eben wieder deutlich optimistischer gestimmt sein. So, wonach suchen wir jetzt für den heutigen Handel? Hier haben wir es gerade schon besprochen. 5-Minuten-Chart. Wir suchen nach Trendstrukturen. Also entweder eine Aufwärtstrendstruktur oder Abwärtstrendstruktur. Und wir haben eben hier eine neue Aufwärtstrendstruktur seit heute Nacht. Und solange sich daran eben nichts ändert, besteht eben die Chance, dass wir eben den Trend fortsetzen. Wie lange wir den Trend fortsetzen, das wissen wir nicht. Und deswegen müssen wir eben schauen, dass wir eben auch auf Umkehrsignale achten. Das heißt, man kann auf Divergenzen achten, man kann auf Formationen achten wie ein Double Top, ein Triple Top, man kann auf eine SKS-Formation achten oder eben einfach ganz grundsätzlich hier auf diese Trendstruktur achten. Das heißt, wenn es keine höheren Hochs mehr, wenn keine höheren Hochs mehr ausgebildet werden, das lokale Tief unterschritten wird und wir vielleicht eben auch Kurse unterhalb eines wichtigen gleitenden Durchschnitts haben, ich nehme den 100er EMA als Orientierung, dann kann man sich eben hier sehr schön dem Trend immer wieder anschließen. Und was ich damit meine, der gestrige Ausverkauf, der war wirklich ja, das war wirklich so ein sehr, sehr schönes Beispiel. Wir haben letztendlich mehrmals starke Rückgänge gesehen, starke Aufwärtskorrekturen und so etwas wollen wir eben auch haben. Ganz klare Bedingungen und eben kein Kampf an gleitenden Durchschnitten oder ja, starke Auf- und Abs, wo eben keine Trendstruktur zu erkennen ist. Und in der Momentaufnahme sieht es eben so aus, als ob man vielleicht schon etwas verpasst haben könnte. Das sehe ich vielleicht nicht unbedingt so. Wir haben auch hier letztendlich, wenn man den Impuls misst, natürlich einen ja, Anstieg von knapp 100 Punkten, aber dieser Impuls, der ist ja eben auch noch intakt. Und irgendwann muss der Impuls oder muss in der Impulswelle natürlich auch mal wieder korrigiert werden. Und das ist dann, wo Sie oder wir eben aktiv werden sollten. Oder das wäre dann eben ein Bereich oder eine Möglichkeit, eben sich hier nochmal diesem Trend anzuschließen. Ob es dann für reicht, für eine Trendfortsetzung, das wissen wir nicht. Es ist immer ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Aber man kann sich eben an wichtigen Bereichen orientieren. Und hier gab es beispielsweise nochmal ein Tief bei der Vorkerze. Das stimmt mit dem zweiten wichtigen Fibonacci-Retracement überein. Und spätestens beim Fibonacci-Retracement von 50% müsste man dann aber eine Reaktion sehen. Da gab es hier das letzte Hoch. Und das ist dann ein deutlich stärkerer Unterstützungsbereich. Also wenn wir hier nochmal in diesen Bereich reinkommen, das wäre wirklich ideal.
kann auch sein, dass der Markt einfach noch weiter nach oben ansteigt. Es kann auch sein, dass er vielleicht eine ganz kleine Korrektur vornimmt. Aber aus dem 5-Minuten-Chart heraus wäre es eigentlich schon ideal, wenn wir hier nochmal in diesen Bereich reinkommen. Das wäre der Idealfall und das wäre eben eine Möglichkeit, wie man eben in Trendrichtung handeln kann. Und das wäre auch sehr, sehr gut vertretbar. Also müssen wir mal schauen, ob der Markt eben korrigiert. Vielleicht muss man sich auch nochmal gedulden, wenn man noch nicht drin ist, dass man vielleicht eben erstmal ein paar Stunden abwartet und vielleicht nochmal schaut, wo steht der Markt heute Mittag oder heute Nachmittag, weil im 5-Minuten-Chart kann sich sehr, sehr schnell viel ändern. Und mit Shorts würde ich erstmal abwarten und warten, bis wir unterhalb des 100er EMAs notieren und die Trendstruktur gebrochen haben, so wie das gestern der Fall war. Ja, also geduldig bleiben, schauen, dass die Bedingungen natürlich klar für Longs oder Shorts sprechen. So, wir kommen mal ganz schnell zum Nasdaq. Und zwar haben wir hier eine ganz andere Situation, wenn man hier mal den 4-Stunden-Chart und den mal betrachten. Und zwar, wir haben ja gesehen, 4-Stunden-Chart im DAX, dass wir da mit dem 100er EMA zu kämpfen hatten gestern, gestern in der Sitzung, heute gab es eine Zurückeroberung, hier haben wir eine ganz andere Situation. Hier ist es eben so, dass wir letztendlich weiterhin nach oben voranschreiten. Wir haben schon lange keine überverkauften Bereiche mehr gesehen. Wir sehen also beim RSI-Indikator mit der 7er Einstellung, da haben wir ein paar Mal drüber geredet, dass das eine ganz gute Einstellung ist oder war in der Vergangenheit. Das heißt, das deutet darauf hin, dass der Aufwärtsimpuls, der zwar noch intakt ist, sehr, sehr fortgeschritten ist. Und mit jedem weiteren Anstieg ist natürlich die Gefahr, dass der Markt irgendwann mal auch stark nach unten korrigiert. Und im übergeordneten Bild, Tageschart, da sieht man eben, dass natürlich auch das Ganze mit Vorsicht zu genießen ist. Jetzt eine Position aufbauen ergibt vermutlich nicht sehr viel Sinn. Wir haben gesehen, dass wir zwar aus dem Trendkanal nach oben ausgebrochen sind. Die Aufwärtsdynamik ist unglaublich stark und bisher gibt es auch keine Anzeichen auf eine Umkehr. Aber Umkehrungen erfolgen natürlich oft sehr, sehr schnell und abrupt und sind sehr schwer vorherzusagen. Deswegen würde ich vielleicht für den Positionsaufbau erstmal warten, bis der Markt wieder runterkommt, der Abstand zum 100er EMA verringert wird, wir vielleicht eben auch eine schöne Korrektur zu den Fibonacci-Retracements haben und dann eben auch nochmal einen Überverkaufsbereich haben, und zwar in Trendrichtung. Und solange das eben nicht passiert, würde ich mich vielleicht nur kurzfristig auf weitere Long-Positionen konzentrieren. Wer mit Shorts arbeitet, könnte vielleicht versuchen, ja, vielleicht in einem 4-Stunden-Chart, einem Stunden-Chart nach Umkehrsignalen Ausschau zu halten und vielleicht dann den einen oder anderen Trade zu platzieren in kleineren Zeiteinheiten. Aber wie gesagt, bei Rückgängen würde es sich erstmal nur um Korrekturen handeln und es müsste sehr, sehr viel passieren, damit eine Trendumkehr eben oder eine Korrektur in einer Trendumkehr resultiert. So, wir kommen jetzt mal zu ein paar Aktien und zwar Tesla und Apple. Es gab Aktiensplits im Verhältnis von 4 zu 1 bei Apple und bei Tesla von 5 zu 1. Und was grundsätzlich oder was die vermutlich die größte Intention dahinter ist, ist, dass man versucht, den Aktienkurs zu drücken, um letztendlich Kleinanlegern auch ja, eine Investition zu ermöglichen. Ja, Kleinanleger, die vielleicht weniger Kapital haben und nicht der Lage sind, vielleicht diese sehr hohen Preise oder Aktienkurse eben, ja, eben diese Aktienkurse nicht zahlen können, haben jetzt eben die Chance durch diese Splits eben vielleicht auch hier zu investieren. Und das ist natürlich auch besonders interessant für eine, ja, für eine große Anzahl von Kleinanlegern. Und deswegen schauen wir natürlich auch mal auf die Reaktion und auf die Entwicklung bei Apple und Tesla. Oder wir fangen vielleicht mal mit Tesla an. Und schauen uns hier mal die Aktie an. Also im Tageschart haben wir gesehen, dass sich die Aufwärtsbewegung nochmal deutlich beschleunigt hat gestern. Die Frage ist jetzt eben, haben wir eine Übertreibung oder nicht? Wir haben einen unglaublich starken Abstand, großen Abstand zum 100er EMA im Tageschart.
Und grundsätzlich spricht natürlich erstmal nichts gegen eine Trendfortsetzung, aber diese Übertreibung oder dieser sehr starke Aufwärtsimpuls wäre natürlich auch die Möglichkeit, um auf eine potenzielle Korrektur zu spekulieren. Und wie man sowas macht, das können wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Und da würde ich immer mit dem RSI-Indikator arbeiten. Das heißt, im Stundenchart sehen wir auch, ähnlich wie beim DAX, gestern eine schöne Aufwärtstrendstruktur. Und was jetzt zu beobachten ist, ist in der Tat Divergenz beim RSI-Indikator. Das heißt, dass wir Aktienkurse haben, die weiterhin steigen, während der RSI-Indikator eben nicht in der Lage ist, höhere Hochs auszubilden. Und das heißt, hier haben wir so eine absteigende Trendlinie und hier haben wir eine aufsteigende Trendlinie im Chart. So, jetzt muss man natürlich versuchen, das Ganze natürlich auch zu interpretieren. Wir brauchen natürlich einen Durchbruch der 70er-Marke, um zumindest in der Theorie ein Verkaufssignal zu bekommen. Wir haben jetzt aber die Situation, dass wir aus dem Bereich unterhalb von 70 wieder in den überverkauften Bereich über 70 reingekommen sind. Und diese ganze Divergenz könnte eben auch wieder umgekehrt werden oder könnte dieses Setup könnte negiert werden, sobald wir eben diese Abwärtslinie wieder überwinden. Das heißt, wir würden eben gegen die Divergenz arbeiten und eben auch im überkauften Bereich weiterhin notieren. Was für den Kurs bedeutet, dass es weitere Anstiege geben könnte. Unterhalb der 70er-Marke könnte es aber sehr, sehr schnell zu starken Ausverkäufen kommen, weil so etwas sicherlich auch berücksichtigt wird, auch ja, von den ja, kurzfristigen Tradern. Und dementsprechend ist der Grad zwischen Trendwiederaufnahme und Trendumkehr sehr, sehr schmal. Und deswegen das Verhalten. Darauf würde ich mich sehr, sehr stark konzentrieren. Auf der Unterseite wäre es natürlich auch möglich, Entschuldigung, dass der Markt nach sehr starken Aufwärtsbewegungen auch irgendwann mal wieder den gleitenden Durchschnitt testet oder eben mal in diesen Bereich kommt. Das heißt, ein Test der 400-Dollar-Marke, das wäre gar nicht so unrealistisch und da würde man eben ungefähr ja, knapp 50% des letzten Aufwärtsimpulses würde man da eben wieder abgeben. Also das wäre eine gesunde Korrektur und da würde der Trend eben auch noch nicht umgekehrt werden. Es gibt zwar eine Änderung in der Trendstruktur, aber wir müssen dann erstmal davon ausgehen, dass wir eine Korrekturbewegung haben und keine Trendumkehr. Und sollten wir hier mal in so einen Bereich wieder kommen, dann ähnlich wie wir das gerade beim Nasdaq besprochen haben, das wären ganz gute Bedingungen, um vielleicht eine Position wieder aufzubauen für den nächsten großen Impuls. Ob wir hier unten aber hinkommen, das ist eben die erste Frage. Und wenn wir hier unten sind, ob wir dann eben eine Trendumkehr sehen oder eine Trendfortsetzung, das ist dann eben die zweite Frage. Aber hier würde ich vielleicht eben vorsichtig bleiben und wer natürlich auch sehr, sehr kurzfristig unterwegs ist, der kann auch mit CFDs natürlich auch auf Korrekturbewegungen spekulieren. Aber auch hier sollte man natürlich, sage ich mal, ja, eine ganz klare Vorstellung haben von dem, wie man da reingeht und man sollte sich eben auch nicht nur auf einzelne Indikatoren verlassen. Also das Ganze, so den RSI-Indikator, diese Idee, die ich gerade jetzt hier mal so beschrieben habe, das muss man natürlich auch kombinieren mit anderen Elementen. So, gucken wir mal auf die Apple-Aktie und da haben wir letztendlich auch eine ähnliche Situation, ganz klare Aufwärtstrendstruktur, wie wir hier sehen können. Allerdings hat sich bei der letzten Bewegung hier das Ganze nicht so stark beschleunigt. Beim RSI schauen wir natürlich auch nochmal drauf und gucken, ob sich hier etwas getan hat. Auch hier könnte man argumentieren, dass es eine Divergenz gibt, also ein erstes Warnsignal im intakten Aufwärtstrend. Und hier haben wir jetzt die Situation, anders als bei Tesla, dass wir eben hier dabei sind, die 70er-Marke eben zu durchbrechen. Das wäre also laut der technischen Analyse ein Verkaufssignal und sollten wir eben hier unterhalb der 70er-Marke
ja, eine Bewegung sehen bei dem Indikator, dann könnte das eben auch zu deutlich mehr Verkaufsdruck führen. Das heißt, im direkten Vergleich könnte Apple vielleicht etwas anfälliger sein für Rückgänge, aber auch hier brauchen wir natürlich die Bestätigung. Also wir sind jetzt im Stundenchart, deswegen hier kann sich natürlich sehr, sehr schnell viel ändern. Man kann jetzt auch nochmal schauen im vorbörslichen Handel, wie der Aktie eingestellt ist, um schon mal so einen Vorgeschmack zu bekommen. Aber auch hier könnte es vielleicht interessant werden und man könnte vielleicht mal so in den Bereich der 120 Dollar kommen. Auch hier haben wir den 100er EMA, würden natürlich auch hier etwas an der Trendstruktur ändern, aber auch so etwas wäre durchaus möglich. Haben aber jetzt erstmal hier eine starke Unterstützung bei 127, ja, 127 Dollar bis 127,30. Also da muss man mal schauen, ob der Markt eben hier reagiert, sollte man ein Verkaufssignal bekommen. So, haben noch ein bisschen was vor uns. Ich würde sagen, wir schauen mal auf die Edelmetalle. Wir fangen mal an mit dem Goldpreis. Und die große Frage ist natürlich, nachdem die Fed letztendlich hier den Geld weiterhin mit billigem Geld flutet, ob die Aktien mehr, ob der Gold und der Silbermarkt eben hier nochmal den Trend wieder aufnehmen können. Grundsätzlich ist es so, dass wir seit Freitag eben wieder sehr, sehr schöne Bedingungen für Longs haben. Nicht nur beim Silber, das sehen wir hier. Ausbruch aus dem Trendkanal, aus der Seitwärtsrange. Auch beim Gold hat sich einiges getan. Und da möchte ich vielleicht nochmal kurz drüber reden, was letztendlich hier in den letzten Tagen passiert ist. Denn eine ähnliche Situation hatten wir beispielsweise im Juni. Und es ist natürlich so, dass sich die Geschichte im Chart durchaus wiederholt. Aber die Situation ist natürlich nie eins zu eins so, wie sie damals war, sondern es gibt natürlich immer gewisse Änderungen. Und nach solchen Mustern sucht man natürlich immer. Und das könnte man vielleicht eben hier nochmal so ein bisschen aufarbeiten, um zu schauen, was passiert ist und was man vielleicht zu erwarten hat. Und da schauen wir mal. Es gab hier eine Korrekturbewegung. Dann konnte man sich ja, nach oben befreien. Man konnte den 100er EMA zurückerobern. Hier. Und danach gab es nochmal ein paar Kämpfe an dem gleitenden Durchschnitt. Letztendlich hat sich hier aber so eine neue Aufwärtstrendstruktur abgezeichnet. Es gab ein paar höhere Tiefs und dann ist der Markt eben in einen Bereich reingekommen, wo es ganz klar Bedingungen für Longs gab. Und da sehen wir eben hier einen unglaublich starken Aufwärtstrend, der begonnen hat. Und wir haben letztendlich hier diese lokalen Hochs unten und dann ging es eigentlich nur noch in eine Richtung. Und dann haben wir von dem Tiefpunkt hier unten einen Anstieg von knapp 24% gehabt. Und eine ähnliche Situation haben wir jetzt eben auch hier wieder gesehen. Wir haben nämlich ein höheres Tief oder mehrere höhere Tiefs. Wir haben also eine neue Trendstruktur, auch höhere Hochs wurden ausgebildet. Wir haben den 100er EMA zurückerobert nach mehreren Kämpfen. Und das Ganze scheint ja eben auch nachhaltig zu sein. Und was jetzt noch fehlt, ist natürlich, dass wir die lokalen Hochs überwinden. Lokalen Hochs bedeutet einerseits das Hoch bei 2010 Dollar, der Bereich um die 20 und 2020 Dollar und dann natürlich auch nochmal das Allzeithoch. Und dann hätten wir eine ähnliche Situation, wie ich sie gerade beschrieben habe, im Juni. Und dann müsste man eben auch in die größeren Zeiteinheiten rübergehen, um dann natürlich auch mal zu schauen, was eben auf der Oberseite möglich wäre. Ja, also hier oben könnte man sich eben ja, den nächsten oder in 100er Schritten weiter nach oben bewegen. Es gibt einige Banken, die vorhergesagt haben, dass ein Kursziel von 2.500 Dollar realistisch wäre. Ob man da hinkommt oder sich nur annähert, das ist eben jetzt die große Frage. Aber um natürlich vorbereitet zu sein für das, was kommt, im 4-Stunden-Chart haben wir aktuell sehr, sehr gute Bedingungen für weitere Anstiege aus der technischen Perspektive. Und das, was ich gerade beschrieben habe hier, könnte möglicherweise nur der Beginn von etwas viel, viel Größerem sein. Und dieses bullische Setup wird negiert, sobald wir eben wieder unter die 1950 Dollar uns bewegen.
Dann könnte man eben wieder mit Shorts arbeiten und dann könnte der Markt vielleicht eben wieder eine gewisse Zeit brauchen, um vielleicht nochmal anzusetzen auf der Oberseite. Das ist erstmal nicht der Fall und dementsprechend sollte man Dips und Korrekturen erstmal kaufen, um eben darauf zu spekulieren, dass wir eben hier im übergeordneten Bild eine Trendfortsetzung haben. So, Silberpreis hatten wir gerade schon mal eingeblendet. Der outperformt gegenüber Gold und nähert sich jetzt eben den letzten Hochs. Also Silber scheint hier eine deutlich bessere Dynamik zu haben auf der Oberseite als der Goldmarkt. Und abschließend kommen wir nochmal auf den Euro-Dollar zu sprechen und natürlich auch den Wirtschaftsblender. So, wir fangen mal an mit dem Tagesschart. Auch hier gab es eine Divergenz, aber an dieser Divergenz könnte sich eben wieder etwas ändern, weil wir diese Trendlinie, diese Abwärtslinie eben durchbrechen könnten und vielleicht auch wieder in den überkauften Bereich kommen. Das wäre sozusagen wieder sogar ein Kaufsignal aus der technischen Perspektive. Sollte man aber vorsichtig sein, ja, ich darf wie gesagt auch keine Empfehlung geben, aber so etwas soll man einfach natürlich beobachten und berücksichtigen und sowas könnte eben auch interessant sein für den kurzfristigen Handel. Dass man sagt, im Tageschart haben wir wieder überkaufte Bedingungen und man könnte vielleicht versuchen, nach Short, nach Long-Position, nach Longs eben Ausschau zu halten in kleineren Zeiteinheiten. Und wir schauen jetzt mal, was sich geändert hat seit ja letztendlich der gestrigen Sitzung. Wir sind nämlich ausgebrochen aus dieser mehrwöchigen Seitwärtsrange ja nach oben bei 1,19 und diese Aufwärtsbewegung wird auch noch mal weiter fortgesetzt. Wir haben jetzt eine sehr, sehr schöne Aufwärtsbewegung gehabt. Das ist der vierte Monat mit einem Anstieg. Und versuchen jetzt eben die Gewinne auch für einen fünften Monat auszubauen. Und ja, wir nähern uns jetzt der 1,20er Marke, psychologisch gesehen ein wichtiger Bereich. Und wir notieren jetzt eben auf dem höchsten Stand seit ja, Mai 2018. Also hier hat sich natürlich einiges geändert. Wir sind aus diesem Trendkanal ausgebrochen. Mal kurz wegmachen. Aus dem bärischen Trendkanal ausgebrochen. Und jetzt gibt es eben einen weiteren Anstieg. So, worauf sollte man sich jetzt konzentrieren? Konkret Wochenchart. Das ist einerseits die 1,21er Marke. Hier gab es in der Vergangenheit einige interessante Kursreaktionen, und zwar zwischen September 2017 und April 2018. Das wäre eine realistische Marke, die man durchaus testen könnte in naher Zukunft. Und danach würde man sich auch schon wieder auf die 1,24 konzentrieren. Hier gab es ganz, ganz viele Berührungspunkte und ich nehme auch bewusst nicht den höchsten Punkt, sondern eben einen Bereich, wo es ganz, ganz viele Tests und Berührungspunkte gab, weil solche Marken immer wieder getestet werden. Ja, es geht ja darum, immer ein Kursziel zu definieren, wo man sagen kann, das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit getestet. Wie der Markt sich dann verhält, wenn er hier oben ist, das ist natürlich eine ganz andere Frage, aber im übergeordneten Bild wäre das etwas, was technisch gesehen durchaus möglich wäre. Und auf der Unterseite muss man natürlich auch nochmal schauen, sollte der Markt korrigieren, bis wohin geht das und wo, ab wann würde der Markt eben eine Trendumkehr erfahren? Wir haben natürlich jetzt einen sehr, sehr kräftigen Anstieg erlebt. Wir haben seit dem Tiefpunkt hier unten vom 27.8., das ist glaube ich der Donnerstag gewesen, haben wir jetzt einen Anstieg von über 200 Pips gesehen. Das ist recht ordentlich, deswegen ist natürlich auch die Gefahr einer Korrektur groß und da würde ich mich hier auf diesen Bereich konzentrieren. Das sind die Hochs vom August. Und zwar zwischen 1,1960 und 1,1940 ungefähr. Da haben wir einen starken Unterstützungsbereich. Da hatten wir gestern auch nochmal den Test, den Abpraller und dann den Ausbruch, also das Ausbruchsniveau sogar. Und das wäre so eine Marke, auf die man sich konzentrieren sollte der Markt eben korrigieren. Wenn es da keinen Abpraller gibt, dann könnte der Markt zu einer tieferen Korrektur ansetzen, dann wäre man wieder im Bereich der 1,19. Aber auch das würde erstmal nichts an der übergeordneten Richtung ändern. Ja, wir sehen ja im Wochenchart, da muss deutlich mehr passieren auf der Unterseite.
So, was kann den Markt bewegen oder was kann vor allem das Paar Euro-Dollar bewegen? Das sind einerseits die Inflationsdaten für die Eurozone um 11 Uhr und dann haben wir nochmal ein paar Einkaufsmanager-Indizes am Nachmittag und zwar aus den USA. Wir haben den PMI für das verarbeitende Gewerbe, Market PMI und dann der besondere Fokus liegt dann auf dem ISM-Update um 16 Uhr. Das wird vermutlich ja, für Bewegung sorgen und da wird man eben mal schauen, wie es eben dem, ja, dem verarbeitenden Gewerbe im August gegangen ist und wie eben hier die Lage einzuschätzen ist. So, das war's für heute. Ich wünsche natürlich viel Erfolg bei Ihren nächsten Trades. Ich sage an der Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal.